Hallo und herzlich willkommen zu Folge 195 von Gothic 1 Dunkle Geheimnisse. Wir stehen noch bei Xardas, nachdem wir im Schläfertempel waren. Und jetzt gibt es hier noch ein bisschen was zu bequatschen, ne, bezüglich Uriziel. Uriziel besaß unglaubliche Kräfte. Es steht geschrieben, dass der Träger dieser Waffe die stärksten Panzerungen durchbohren und die mächtigsten Schutzzauber überwinden kann. Wie konnte diese mächtige Waffe in den Besitz der Orks gelangen? Es heißt, dass die Orks dieses Schwert damals einem mächtigen Feldherren der Menschen geraubt hatten. Sie konnten es zwar nicht benutzen, aber sie konnten es gut verstecken. Nicht gut genug. Wieso können wir den sechsten Kreis eigentlich nochmal erlernen? Wir haben ihn doch schon längst erlernt. Das ist ja ein bisschen fehlerhaft. Nicht, dass man da nochmal 40 Lernpunkte verballern kann. Wir sind übrigens Totenbeschwörer von der Gilde her. Was ist denn hier los? Ich bin ja schon leicht irritiert. Auf einmal Totenbeschwörer. Ich will mal ganz kurz was schauen. Warte mal. Wir unterhalten uns gleich weiter mit Xardas. Mich würde nur interessieren, warum wir Totenbeschwörer sind. Sind wir, sobald wir den sechsten Kreis erlernen, tatsächlich, da wird man automatisch Totenbeschwörer, sind dann aber nicht mehr Kommandant des Minenlagers. Ich meine aber, mit diesem komischen Würfel der Änderung können wir da sowieso reinschreiben, was wir wollen. Den müssen wir uns auch nochmal genauer anschauen, ob der noch was anderes kann oder ob der nur den Gildennamen wechseln kann. Kann man die damaligen Kräfte der Waffe wiederherstellen? Dafür würdest du eine sehr starke magische Energiequelle benötigen. In etwa so stark, dass man die magische Barriere damit sprengen könnte? In etwa. Außerdem wirst du eine sehr spezielle Zauberformel benötigen, die den Energietransfer vollbringen kann. Gib mir ein wenig Zeit und ich kann dir die magische Formel herstellen. Ich werde mich in der Zwischenzeit nach einer besseren Rüstung umsehen. Die Untoten im Tempel haben gewaltige Beulen in meinen Panzer gehauen. Du solltest meinen alten Turm aufsuchen. Deinen alten Turm? Er versank bei einem dieser Beben in einem See im Osten. Die Turmspitzen ragen noch immer aus dem Wasser heraus. Dort lagern noch einige Artefakte. Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, sie zu bergen. Wie gelange ich hinein? Ich war nach dem Beben nicht mehr dort. Du musst also selbst einen Weg hineinfinden. Aber nimm diesen Schlüssel. Er öffnet eine Truhe, in der ich besonders seltene Artefakte aufbewahrte. Alles klar, vielen Dank. Hoffentlich finden wir da auch den Kelch des Dämonenbluts, weil der fehlt uns ja auch noch. So, jetzt haben wir hier wegen den Schläfertempel erstmal abgeschlossen und das magische Schwert Uriziel ist natürlich die neue Hauptquest. Und das mit dem untreuen Diener werden wir jetzt damit einfach verknüpfen, indem wir da einfach rumrandalieren. Bei seinem alten Turm. Jetzt haben wir nur hier in der Nähe wieder kein Bett, aber ein Glück haben wir was viel Wertvolleres. Nämlich diesen komischen, wo ist denn der? Das war ein Kristall, meine ich, ne? Kristall des Todes. Oh, wir haben viel zu viele Kristalle. Der musikalische Kristall, Portalkristall. Noch ein Siegel, warum auch immer. Viel zu viel von dem Krempel. So, hier, der Kristall der Zeit. So, die Zeit ist vorangeschritten. Ich meine, wir hätten hier auch keine Chance, Leben zu regenerieren gehabt. Beim Warten ist es immer so. Wenn die ganze Nacht da rumsteht. Natürlich keine Erholung, aber wir können mal ein paar von den blöden Tränken hier wieder wegballern, ne? Weil die müssen ja sowieso weg. Oder sie können weg, sie sind entbehrlich. Ja, bald 1000 Lebenspunkte, da bringen die hier recht wenig. Muss man 20 Stück von denen in den Kopf stellen, dass das was gibt. So, der Punkt ist, ich werde jetzt ohnehin auch dieses andere blöde Schwert mal mitnehmen. Das da oben im Sockel. Wenn ich es nicht schon mitgenommen habe. Das liegt ja ohnehin auf dem Weg. Also wir gehen jetzt zu Xardas altem Turm. Schauen uns da unten mal ein bisschen um. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das mit diesem untreuen Diener dann gestalten wird. Vor allem weiß ich auch gerade gar nicht mehr, wo war denn der Kerl, dem wir dann Bescheid sagen sollen. Naja, das wird sich schon alles irgendwie klären.
Er müsste ja in unmittelbarer Nähe sein. Ich meine, da in der Höhle. Ach, neue Gegner. In der Höhle bei Xardas in der Nähe da, wo wir erst den hier den Teleport von den Orks ausfindig gemacht hatten. Ich glaube, da könnte der sein. So, ein merkwürdiges Schwert. Nehmen wir es mal mit. Da vorne haben wir noch einen Gegner. Ich werde das merkwürdige Schwert jetzt mal benutzen. In der Hoffnung, dass das was bringt. Wahrscheinlich aber ganz unten. Urizel haben wir übrigens auch dabei. Können wir auch schon benutzen, aber das macht noch keinen Magieschaden. Zerstörer des Lebens, bla bla bla. Wir haben so viele mächtige Waffen. Dann kommen diese ganzen sonderbaren Waffen weiter unten. Die heilige Flamme. Wo ist denn heilige Verbannung? Ist es das? Ich schätze mal, das ist neu. Mal gucken, was das kann. Ist im Prinzip nur ein rostiges Schwert. Jetzt haben wir eine heilige Flamme und eine heilige Verbannung. Die Gegner damit zu töten macht irgendwie keinen Unterschied und der einzige Punkt, warum wir Schaden verursachen, ist natürlich unser hoher Stärkewert. Aber hier steht auch kein Damage dabei bei dieser heiligen Verbannung. Also heilige Verbannung, Seelenernter und die heilige Flamme, das sind Waffen, mit denen ich irgendwie nichts anfangen kann. Es könnte sein, dass wir vielleicht beide brauchen, um diesen untreuen Diener irgendwie zu vernichten, aber das wäre jetzt eine ziemlich kurzfristige Interpretation meinerseits, ohne lang nachzudenken. Ist hier irgendwas oder kann man hier nur runterfallen? Warum kann man denn hier runterfallen? Kann man hier runterfallen? Das wäre ja von oben. Ah, gut, hier sieht man nur einen Scheiß. Gut, dann egal. Wie gesagt, hier ist vieles noch sonderbarer als im Hauptspiel. Normalerweise haben wir hier nur Xardas alten Turm und hier hinten irgendwie verkohlte Gebäudereste und dauerhaft Dunst. Links brennt irgendein Steinkreis. Da bist du ja wahnsinnig. Alles Bekloppte hier. Alles nur voll mit Bekloppten. Also wie gesagt, falls ihr wisst, was es mit diesen Schwertern auf sich hat, lasst es mich wissen. Genauso wie mit diesen komischen Elementsiegeln, da bin ich auch noch nicht weitergekommen. Das hatte ich in der letzten Folge auch schon erwähnt am Ende. Dass ich aus denen nicht schlau werde. Naja. Tauchen wir erstmal hinab. Ich weiß übrigens auch bis heute nicht, was dieses ganze Konstrukt hier noch mit seinem Turm zu tun hat. Als ob der Alte irgendwie so eine riesige Unterwasserbasis unter seinem Turm hätte. Das ist ja Quatsch. Na gut, ich will es auch nicht in Frage stellen, wer weiß, wozu der alles fähig ist. Aber das hat ja nichts mehr mit Xardas Turm zu tun. Oder sehe ich das falsch? Ich habe zwar keine Ahnung, wer hier den Boden gepflastert hat. Aber wir sind jetzt hier in einer unterirdischen Grotte. Da kann mir doch keiner was erzählen. Fragen über Fragen. Naja, was soll's. Jetzt kommt erstmal der Mann holt Verstärkung. Oh, jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen übernommen. Ja, die Jungs sind One-Hit. Das ist ein bisschen sonderbar. Gerade wenn man bedenkt. Oh, jetzt kommen die anderen schon. Gerade wenn man bedenkt, dass die hier zwei Schläge brauchen. Das ist mit diesen Schattenkriegern ein bisschen witzlos. Aber wer bin ich, sowas in Frage zu stellen? Mit ein bisschen Leben hier, da kann man nicht einfach so. Also eigentlich wahrscheinlich schon, aber am Ende kommen da noch mehr Schattenkrieger und man muss denen eines lassen: Schaden richten sie an. Die haben nämlich Zornstahl dabei. Und nicht so Güllewaffen wie der Rest hier.
Schattenkrieger. Warum haben die eigentlich Wolfsfälle dabei? Ich verstehe das bis heute nicht. So, dann haben wir nochmal ein Level up. Stibitzt. Da oben ist ein Drache. Okay, also man muss gestehen, die Kacke ist hier gut am Dampfen. Das spürt man. Ach, da kommen die Nächsten. Ich meine, die rostigen Schwerter und die verwitterten Äxte, die können wir eigentlich liegen lassen. Braucht ja kein Mensch. Natürlich, Zombies dürfen auch nicht fehlen. Die gehören so gut tun. Zwei hier, zwei da. So sieht's aus. Der Drache, der rastet da oben schon aus. Schafft's aber nicht irgendwie, uns anzugreifen. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir die hier alle mal aus dem Weg schaffen. Ein untoter Drache. Ein Riesenskelett. Wir sind direkt tot. Na, das hat sich ja gelohnt. Lass mich raten. Ja, mit der Erbauerrüstung sind wir hier wahrscheinlich besser dran. Mal sagen, die haben wir doch nicht erledigt. Da sind sie doch. Bei den Schlawiner. Jetzt müssen wir nur aufpassen, wir kriegen Schaden. Was ist mit dem los? Und warum haut er ab? Ist hier gerade ein Riesenskelett an mir vorbeigerannt? Voller Angst. Es gibt das, wenn es fertig ist. Was ist hier wieder los? Einmal normale Sachen. Wenigstens ist der schon mal aus dem Weg geräumt. Boah, der Schaden von den Zombies, den habe ich gerade ganz schön unterschätzt. Da muss ich ehrlich sein. Das war eine Fehleinschätzung meinerseits. Nein! Ich habe zwar die Animation des Schlages nicht gesehen, bin aber froh, dass der Gegner tot umgefallen ist. So, der holt zwar die ganze Zeit Verstärkung, aber das lässt sich jetzt hier schwer verhindern. Ja Mensch, also da muss ich tatsächlich dann doch mal ein Lob aussprechen, dass man hier so ein bisschen das Ganze hier kniffliger gestaltet hat. Also da muss man schon Gas geben. Zombie vermöbeln. Und jetzt ist er da oben dran. Dürfen uns keinen Schaden mehr machen. Aber wir ihm auch nicht. Na toll. Doch, wir machen Schaden. Und irgendwie klingt er beim Sterbeprozess wie ein Mensch. Das hat mich gerade auch ein bisschen irritiert. Aber was soll's. So, ich will eigentlich die Skelettenmagier looten, weil da kann man ja erhoffen, doch nochmal was Wertvolles zu bekommen, auch wenn wir es jetzt per se nicht mehr brauchen. Wie gesagt, den Zenit haben wir schon längst überschritten. Aber looten gehört nun mal zum guten Ton. Wo ist denn der andere Skelettenmagier hin? Ich bin gerade echt ein bisschen irritiert. Wo ist denn der gestorben? Doch nicht irgendwo hier hinten im Eck. Na, was soll's? Ach, eine Drachenschuppe, die habe ich gar nicht mitgenommen. Ein guter Schmied wäre in der Lage, eine großartige Rüstung daraus herzustellen. Na dann, nehmen wir die natürlich mit und zeigen die unserem Schmiedemeister. Vielleicht ergibt sich dann ja mal irgendwann was. Auch mit der Quest. Das könnte sein, der muss wahrscheinlich sowieso dann, wobei das mit der verstärkten Rüstung macht ja nicht eher.
Das macht ja auch der Stone. Naja, mal gucken, was sich da ergibt. Vielleicht gibt es ja da eine kleine Änderung. Jetzt muss ich ja schauen, dass wir ja nichts übersehen. Auch wenn hier höchst vermutlich nichts zu finden sein wird. Denn auch wieder irgendeine Armada an Gegnern habe ich jetzt schon erspäht. Das nächste Mal können wir auch einfach eine Eiswelle reindonnern oder so. Da muss man sich die Mühe gar nicht machen, hier alles wie der letzte Depp im Einhandkampf zu regeln. So, mal gucken, wo es uns hier hinführt. Schon mal platt. Oder ist da noch jemand? Ich dachte gerade, irgendwie hat noch was gehört. Und das scheinen unsere Schritte zu sein. Also hier ist auf jeden Fall, in dem Raum ist nicht die Kacke am Dampfen, das ist der andere. Der Raum hier ist relativ normal. Was haben wir denn hier alles? Wir haben hier ein paar Tränke. Einen königlichen Helm, ein antikes Schwert, natürlich noch ein Schwert und noch eine Crawler-Plattenrüstung, weil warum auch nicht, kriegt man noch mal eine geschenkt und noch einen Ring. Warum ist hier eine Crawler-Rüstung? Das ist sehr, sehr sonderbar. Egal. Haben wir noch eine. Ich weiß gar nicht, ist im Originalspiel hier auch eine zweite Crawler-Rüstung? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ich würde gerne wissen, was wir hier in der Unsichtbarkeit. Den hatten wir aber, glaube ich, schon länger. Ring von Baal Kolis, Ring des Magiers, bla bla bla. Ring des Kriegers. Mir ist nicht, glaube ich, haben wir hier einen Schutz des, vor Feuer oder was gefunden? Das wäre ja schon ein bisschen billig, aber... Kann natürlich sein. Ansonsten königlicher Helm. Was soll das sein? Hatten wir so einen schon? Da ist der königliche Helm. Der sieht ein bisschen aus, als wäre von Herr der Ringe inspiriert. Aber der ist natürlich trotzdem nicht so gut wie die Krone, die wir haben. Ansonsten haben wir hier noch ein bisschen Dämonen beschwören, Feuersturm, ganz klein wenig Geld und ein paar Mana-Tränke. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Nichts übersehen, dass wir hier irgendwas liegen lassen, das wäre natürlich auch große Schande. Waren das eigentlich wertvolle Tränke oder war das alles nur Rotz? Ah, das waren nur normale, gewöhnliche Tränke. Das ist äußerst schade. Was haben wir hier in der Truhe? Feuerpfeil, noch mehr Geld, ein bisschen normale Pfeile und wenigstens hochwertige Tränke. So, jetzt gucken wir nochmal, was sich da drüben so befindet. Das dürften wir hier eigentlich alles mitgenommen haben. Na, da bin ich mal gespannt. Oh, stopp. Bevor wir da reingehen, da ist doch noch sinnvoll, mal hier ein bisschen den Trankvorrat zu dezimieren. Wie gesagt, wir haben auch noch so einen komischen Kristall des Blutes oder was das sein soll, aber die sind irgendwann aufgebraucht und die würde ich mir dann, glaube ich, schon gerne für die letzte Etappe des Spiels aufheben wollen. Also man sieht hier nochmal ganz deutlich, ne, selbst mit 1000 Leben kriegt man hier schon noch gut auf die Schnut. Die Frage, greifen die uns direkt? Ah, okay. Dann machen wir das Ganze mal langsam. Auch wenn ich da hinten schon wieder alle losmarschieren sehe. Ah, nicht alle, alle. Immerhin. Krieger wird überrundet. Kommt da noch wer oder wie sieht es aus da hinten? Ich glaube tatsächlich der schwerste, oder was heißt schwerste, der theoretisch schwerste Teil hier unten in Xardas altem Turm oder was auch immer das hier sein soll, war dann doch vermutlich der Eingang mit dem untoten Drachen. So, können wir hinten noch irgendwen rauslocken?
Ne, mit Eiswelle kann man ja niemanden zielen. Was mache ich hier überhaupt? Feuerring auch nicht. Ich habe nur so sonderbare Zauber, fällt mir gerade auf. So, immerhin. Jetzt hat er es gerallt. Ist aber auch nur ein Schattenkrieger, ne? Ja. So. Warum ist es da hinten eigentlich jetzt dunkler geworden? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Wie dem auch sei, in der nächsten Folge werden wir schauen, was sich da hinten verbirgt. Da muss ja der untreue Diener sein irgendwo. Ich meine, ich glaube nicht, dass es sich dabei um den Drachen handelt. Also irgendwie... Ah, okay, oder ihn als Reptil bezeichnet. Lässt mich allmählich bedauern, mich darauf eingelassen zu haben. Gut, es könnte auch sein, dass es einfach der Drache gewesen ist. Ha. Gut, das würde das schon irgendwie erklären. Naja, egal, in der nächsten Folge gehen wir da hinten die magische Rüstung holen. Und dann zurück zu Xardas, beziehungsweise zu diesem anderen Dämonenbeschwörer. Um die Nebenquest hier abzuschließen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.